Mahlzeit, Leute. Der Banger886 ist das. Was geht ab? Yo, ich habe euch ja gesagt, für Diablo 3 habe ich im Moment nicht die Zeit. Ja, auch wenn ihr hier gerade Diablo seht, es bleibt dabei. Nur wie ihr wisst, ich habe Diablo 3 ja und 2 auch schon sehr krass auf dem PC gesucht und dachte mir, komm, teste das mal an, weil viele sagen, ey, ist voll cool gemacht. Viele sagen, ist scheiße gemacht. Ich dachte mir, komm, lädst du mal die Demo runter, probierst du das mal aus und vielleicht kannst du mal ein bisschen vergleichen. So, in der Demo haben wir den Barbar und den Zauberer. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Ich schätze mal, das ist so wie hier diese Testphase für den PC, wo ihr dann bis zum Skelettkönig bzw. Level 10, glaube ich, konntet. Ja, gut. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, Barbar und Zauberer. Ich nehme den Zauberer, weil ich habe jeden Charakter einmal, aber am meisten Spaß haben mir eigentlich gemacht Dämonenjäger und Hexendoktor. Wobei ich nachher nur noch mit dem Dämonenjäger rumgelaufen bin. Ja, kommen wir mal. Zauberer. Oryk. Nennen wir den nicht Oryk. Der heißt Banger. Zauberer Banger. So. Okay, Start. Ah, normal, komm. Was stand da gerade? Einfach, normal und schwer? Das sind aber komische Bezeichnungen für die Spielmodi da. Na gut, was soll's. So, Ladezeit. Naja. Naja, gut. Was geht jetzt hier ab? LB Heiltrank. Alles klar. Wo ist mein Inventory? Oh Mann, was geht denn hier ab? Okay, X, RT, Y, B, R, B. Okay, dann wollen wir mal. So. Ich frage mich jetzt natürlich nur, wie das gemacht ist mit dem Aufheben. Wie ich hier irgendwas aufhebe. Zack, zack, zack. Ja, wer hätte es gedacht? Sieht genauso aus wie auf dem PC. Zumindest sieht es auf meinem Fernseher so aus. Ah, sterb! So, da sind die Freaks schon wieder. So, was muss ich drücken, um mit Rump vorzureden? Ah, alles klar. Ich lasse es mal laufen für alle, die es noch nicht kennen, ja? Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ja, aber wir müssen erst noch ein paar Zombies töten, bevor wir dann endgültig mit Lea reden dürfen. Alles klar. Ich glaube, diese lila Leiste da ist meine EP-Leiste. Ja, niedriges Leben. Komm, jetzt übertreibt man nicht. Da brauche ich noch keinen Trank. So. Ja, ja. Ich hab noch nie jemand so kämpfen gesehen. Ich bin voll der Camper gewesen da. Mit meiner Sniper. Buff, buff, buff. So, aber bis jetzt. Es ist auf jeden Fall spielbar. Bis jetzt. Ich muss ja auch noch nichts Gravierendes machen mit Inventory oder so. So, da steht leer. Ja. Entschuldigung, ich hab's weggedrückt. Oh, was war das denn? Hey, man kann ja mit dem rechten Stick so Faxen machen. Links. Rechts. Vorne, hinten, cool. Ja, ja, die Verwundeten interessieren mich. Komm, Lea, mach sie platt. Och Gott, da hat er mich schon erwischt, die Sau. Ah, los, 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 Stufe 2. Oh, alles klar, Fertigkeit automatisch da. Müsste der Froststrahl sein, genau. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Mhm. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Das werden wir auch sofort tun. Wir werden aber kurz hier schnell noch ein paar EP abgrasen. So, ich glaube, das. Ach, genau, das war's hier. Sonst gibt's hier nichts Dolles, meine ich. So, dann gehen wir wieder nach vorne. Die anderen verlieren die sprechen mit Rumford. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. So, Truhe, wie sieht denn die aus? Oh Mann. Um 20 Lagerplätze zu erwerben. 10.000. Okay. So,
So, Händler und so interessiert auch noch keinen. Tschum, tschum. Alles klar. Guten Tag, Herr Rumford, ich bin wieder da. Wir können weiter töten. Um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vorbereitet. Das werden wir auch nicht. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Ja dann, mach mal auf hier. Meine Frostschwall hier. Krass. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber habe ich irgendwie extrem viel arkane Kraft? Oder kam mir das gerade nur so vor? Wie gesagt, ich habe zwar alle getroppt, aber den Hexendoktor und den Dämonenjäger habe ich schon durchgehauen. Komplett. Ich habe angefangen mit dem Hexendoktor. Boah, da haben wir sogar genau, das war unsere Diablo 3 LAN-Party war das. Ja, da ist mein Hexendoktor, ich glaube, auf der einen LAN-Party auf 34, nee, genau, auf Level 37 gehauen, genau. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, war auf jeden Fall cool. So. Aber es lässt sich doch erstaunlich gut bis jetzt mit dem Controller spielen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ich habe ja früher schon auf der PlayStation habe ich schon Baldur's Gate gespielt. Und das ging eigentlich auch ganz gut. Ja, also war jetzt nicht so schlimm. Gut, vor allem habe ich auch den Vorteil, dass ich so viel Konsole zocke, ne? Von daher. Mann, jetzt drop doch mal langsam was hier. Hallo, drop was. Da ist die Mutter. Komm her, du scheußliche Mutter. Weggefrostet. Dich frost ich auch weg. Ja. So, Gold, Gold. Immer noch keine Rüstung, nix. So. Auch kaputt. Ich mach auch noch schnell kaputt. Na, komm jetzt. Ich bin da gerade hingeschossen. Oh, was liegt denn da? Trank. Ich glaube, das war ein Trank. Ich weiß es nicht ganz genau. Oh, du Schwein, du. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich mach den Freezer. Ja, freeze dich weg. Verdammt. So. Geh kaputt jetzt. Auch Gold. Mann, warum droppen die denn nichts? Aha, die macht. Ah! Okay, die macht er automatisch auf. Schärpe angelegt. Ja, gut, aber gut. Muss ich mal gucken, was passiert, wenn ich was Neues einsammle, wo ich das dann finde und wie ich das da reinmache. So, hier raus. Ab geht's. Ja, ein bisschen weiter hier nördlich. Hat er nichts dabei, die Sau. Mann, ey. Ja, Mann. So Leute, mich würde ja mal interessieren, zockt ihr auch Diablo? Und wo zockt ihr es? Auf dem PC, auf der PlayStation, auf der Xbox? Habt ihr es vielleicht für den PC und für die Xbox und die PlayStation oder wie? Falls ihr auf dem PC zockt, wie gesagt, die PC-Version habe ich auch, die zocke ich auch. Wenn ihr da mal Bock habt, irgendwie was zusammen zu machen, ne? Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, Diablo kommt noch, wird auch noch kommen. Dabei bleibt es auch, nur halt nicht momentan. Und wenn ihr da Bock habt, vielleicht ein bisschen mal zusammen was zu machen, kein Problem. Ne?
was weiß ich, mit Abonnenten ins Pony-Level oder so ein bisschen Faxen machen. Warum nicht? Hätte ich auf jeden Fall auch Lust drauf. So, was liegt denn da jetzt noch? Gold, Gold, Gold. Oh, die Viecher hier, Junge. Hau ab. Schon mal gespannt, wie das dann aussieht mit dem Multiplayer. Ob das dann auch flüssig läuft oder... Weil manchmal, und das lag nicht an meinem PC, weil ich bin nicht der Einzige, der das hatte, kennt ihr bestimmt auch, manchmal Online-Game, irgendjemand kommt dazu oder ihr macht einen Gegner platt und es ruckelt einfach kurz bestialisch. Das würde mich fragen, ob es auf der Konsole auch so ist. Ne? Vor allem, wovon ist das abhängig? Ja, das weiß man nicht ganz genau. So, Schockimpuls. Ja, mache ich jetzt. Lass mich erst die Zombies töten, dann gucke ich hier mit meiner Fähigkeit. Mann! Oh, habt ihr das gesehen, wie ich daneben geschossen hab? So, jetzt kicken wir mal eben hin. Fertigkeiten. Schockimpuls. Ah, so funktioniert das schon mal. Alles klar. Ich glaube, der andere war besser, ne? Ach, geht, geht. Es läuft doch. So, aber es macht schon mal genauso viel Spaß wie auf dem PC. Das kann ich schon mal definitiv sagen. Bis jetzt. Bis jetzt. Sollte den Angriffen ein Ende setzen. Zumindest vorher. Mal ein Tränkchen nehmen. Zack. Alles klar, funktioniert auch wunderbar. Ja. Seid die Mächte des Lichts. Griswold, der gute Mann, hat alles riskiert, um den Leben. Haben sie mich schon wieder angespuckt hier, die Schweine. Mann, lass es doch einfach sein, du scheußliche Mutter. Verstehst du? Frag dich mal, warum du hier ganz allein im Wald wohnst mit deinen hässlichen Zombies. Genau, weil du die Leute anspuckst. Mann, 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 Mann. Oh, ein Bogen. Alt Tristram. Diablo selbst war. Aha, Steuerkreuz oben, um sofort anzulegen. Ah, verstehe. Okay. Hör auf zu spucken. Macht man nicht. So, wollen wir direkt mal hier unten ein bisschen in die Krypta rumlaufen? Komm. Eine nehmen wir mit. Und in der Stadt heißt es, Lardanan habe den König getötet. Wenn es denn nur stimmt. Hä? Ging's hier nicht irgendwo rein? Oder war es denn aber die andere Seite, glaube ich, ne? Geh weg! Minru! Minru! Oh, oh! So, jetzt mach ich wenigstens anständig Schaden hier mit dem Bogen. Hack, so schnell geht das. Haut ab! Ihr scheiß Arschlöcher hier. So. Ladezeiten gefallen mir auch ganz gut. Ich hab Schlimmeres erwartet, bin ich ganz ehrlich. Oh! Hör mal, das war nicht nett hier von der Seite zu kommen. Massaker. So Leute, wie weit geht denn diese Demo jetzt? Ist das wirklich so, wie ich vermutet habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, gehen wir erstmal wieder zurück nach Neu-Tristram. Was für ein schwuler Drecksbanner. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Quest beendet. Schön EP bekommen. Speicherpunkt.
Ja, meine Freunde, wisst ihr was? Ich habe mir gerade überlegt, da doch mehr Spaß auf der Konsole macht, als ich erwartet. Was? Ich bekomme eine Stoffhose, wenn ich die Quest beende? Okay, faszinierend. Ja gut, also, dass doch mehr Spaß macht, als ich mir gedacht hätte, um es ganz ehrlich zu sein. Komm, hauen wir die Demo durch, bis es nicht mehr geht. Ja, machen wir das doch. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt da drunter. Wenn nicht, schreibt da drunter. Daumen hoch, Daumen runter, wisst ihr Bescheid, ne? Das war's dann erstmal von mir. Banger886, HeadMG Crew, Diablo 3. Haut da rein!